Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker 2 mit dem Aaron. Hi, hi. So, wir haben wieder ein bisschen Geld verdient im letzten Part und ja, ich würde sagen, wir machen das erstmal ja. Das Hauptgebäude. Ja, hätte ich auch. Immer das Teuerste als Erstes. Echt? So wie in echt bei uns, wir kaufen immer das Teuerste. Gut. So, gute Arbeit. Das sollte neue Aufträge bringen, aber wie im letzten Part schon angekündigt, gehen wir jetzt erstmal zum Herrn Radierer. Der hat nämlich auch noch einen Auftrag für uns. Das stimmt. Also, los geht's. Und hier sehen wir noch die schönen Skulpturen aus dem letzten Part. Hey Kleiner, ich hätte einen Vorschlag für dich. Du hilfst mir und ich lösche die Steine auf der Röhre da. Meine Hand wäscht die andere. Okay. Heißer Regen. Die Zielpersonen sind Hotheads. 7 Stück. Wie? Du weißt nicht, wie man Hotheads los wird? Tja, das ist dein Problem. Vielleicht kannst du dir vor Ort irgendein Hilfsmittel beschaffen. Herr Radierer. Besiege 7 Hotheads. Ich muss zugeben, ich weiß nicht mal, was die Hotheads sagen sollen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber da es ein Ein-Sterne-Level ist, sollten wir Probleme kriegen. Geil, Super Mario Bros. 3. Stimmt. Ah, das sind die Hotheads, okay. Stimmt, das sind diese Dinger. Ja, mit einem Stern zum Beispiel, aber... Wahrscheinlich musst du dann ja. Dann weiß ich's. Und wieder nur 50 Sekunden. 7 Stück, alter Junge. Na gut. Muss man nur aufpassen, dass er einen nicht von der Seite erwischen. Na gut, du hast es ja theoretisch schon fast. Aber die Münzen kannst du. Stimmt. Als wahrer Mann machst du natürlich alle fertig. Ich besiege jetzt mal alle, vielleicht bringt sie ja irgendwas. Nö. Egal. Aber du hast alle erledigt. Stimmt. Das Level war auch wieder 4 Sterne und nicht einer. Ja. Oder? Aber wir hatten ja schon durchaus Probleme mit 1 Sterne Level. Das ist wahr. Aber das ging jetzt. Die waren zu schwer für uns. Traurigerweise. Gut. Von 1300 auf 30 zurückgefallen, cool. Gut gemacht, Kleiner. Dann werde ich mal fix die Steinchen für dich ausradieren. Sieh sie dir an. Dieses ätzende Braun. Diese fiesen Risse. Da hilft nur radieren. Auf geht's, Mr. Radierer. Zeig, was du kannst. Das stimmt. Richtig. 34%, wir haben noch einiges zu tun. Und der hat auch einen neuen Auftrag. Du kannst ja gucken, ob du dann wieder bei ihm gleich weitermachst. Das stimmt. Wollen wir bei ihm oder? Ah, da kann man. Aber kannst du erst die Wand, wie du willst. Das ist schwer. Wenn man die Wahl hat, hat man die Qual, alter Junge. Stimmt. Ich muss reinspringen. Nein! Boah! Okay. Okay. Nein. Der Block oder was? Das kann gut sein, Kumpel. Mauritius. Tagchen. Zeit für einen kleinen Auftrag? Nein. Du wirst es nicht bereuen. Doch. Schaffe, Blockbau. Okay. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Häusel. Würdest du den Grundriss mit Ausrufezeichenblöcken abmessen? Kleiner Tipp, mit runter kannst du in der Luft eine Stampfattacke ausführen. Echt. Damit dehnen sich die Blöcke auf einen Schlag komplett aus. Mauritius. Denk dann, das ist ein Sterne-Level, also. Ja, aber das sollten wir uns nett lustig machen. Ich sag's ja nur. Das sollte ja eine Vorwarnung sein. Deswegen. Die fällt mir auch die Ein-Sterne-Level. Aber mir gefällt der Grafikstil. Das stimmt. Ja, Mario 3. Nein! Sag mal. Mario 3D-Welt ist schon schön. So, ein Rietchen. Sehr gut. Ein Pilzchen, sehr gut. Ich weiß nicht, war leider klein. So. Ich mag das Level, es ist aber ein bisschen arg schwer, muss ja, ich sagen. Ja, also, der Schwierigkeitsgrad ist heftig. Zum Glück kommen jetzt noch ein paar Kugelwillis, um es ein bisschen einfacher zu machen. Das stimmt, alter Junge. Aber boah, gut, dass wir den Speicher endlich mal bekommen haben, weil... Wenn du das nochmal machen würdest, müsstest du... Wie kriege ich denn den Block? Das weiß ich nicht, aber da ist ein anderer Fecht. Okay. Jetzt will ich wissen, wie ich den krieg. Ja, krieg ich ihn gar nicht? Vielleicht, wenn du den anderen jetzt weiter machst, kann sein, sie sich berühren. Nö. Nö. Hä? Wahrscheinlich muss ein Kugelwilli drauf üben. Mhm. Naja. Ich krieg's irgendwie gerade. Also, wie es weitergeht schon, aber ich meine. Ja.
Kann man den irgendwie taggen? Nee, kann man nicht. Ah. Ich hab mich eingesperrt selbst. Sehr gut. Lalalala. Ja, das werfe ich jetzt. Nein, geh weg, sag mal, das ist ja super süß. Geh weg. Das stimmt. Ah. Nice. Nein, da oben wäre eine 10er-Mütze gewesen. Kann ich zurück. Nein! Mann. Hätte ich das doch gleich gesehen. Das stimmt. Kann ich jetzt zurück? Nö. Ja, aber jetzt kommst du nicht mehr hoch. Ah, doch. Kumpel, ich bin Profi wie du. Das ist doch kein Problem. Gut. Das mit der 10er-Münze tut mir leid, jetzt kriege ich wieder 10-mal Schläge später. Stimmt. Sei froh, dass es keine 30er-Münze war. Oder eine 100er. Aber immerhin 24 Münzen. Das ist wahr. Herzlichen Dank, da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Kein Problem. Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und das ganz Schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Das haben sie richtig eingedeutscht hier. Der gute Mauritius, der kleine Kerl. Netter kleiner Mann. Stimmt. Als Belohnung habe ich einen befreundeten Fragezeichenblock hergerufen. Gib ihm doch mal einen freundlichen Klaps, wenn du ihn siehst. Gibt's bei dem jetzt auch noch extra Missionen? Bestimmt. Aber ich schaue jetzt erstmal, was Herr Radierer noch hat, um die Mauer wegzumachen. Oh, der hat auch noch was, okay. Ich hätte da noch einen Auftrag für dich. Als Belohnung gibt's auch was richtig Gutes. Weit und breit Dunkelheit. Hm. Als wir letztens ein neues Häusle besichtigt haben, war die Sicherung raus. Deshalb war im Keller alles düster. Könntest du mal nachgucken gehen, wie geräumig der Keller ist? Das ist was für dich, Kumpel, in der Dunkelheit. Ja, aber er baut auf mich, deswegen. Das ist wahr. Was für ein Dödel. Mario Prass. Entschuldigung. Kein Problem. Oh, nö. Haha! Boah, das mag ich auch nicht. Das stimmt. Ich bin froh, dass du das machen musst, aber ich wette, da kommen noch mehr Level so. Wobei das so mit der Ding auch ganz cool ist. Das ist ganz lustig. Ich denke mal, da wird es noch nicht so. Cool, ich denke auch mal, so wird nichts mega gemacht. Oh, wie wir sehen können, es beginnt jetzt die Wartungsarbeit im Server. Zum Glück spielen wir gerade nichts online. Das stimmt. Ich denke mal, dass hier jetzt nichts mega Fieses kommen wird, aber online hätte ich jetzt so Angst, dass die ganze Zeit ihren Gegner in mich reinläuft. Das stimmt. Was hier auch noch theoretisch passieren könnte, aber. Ja, aber ich denke mal, ja nicht. Ja. Man muss sich ja erstmal dran gewöhnen. Jetzt wäre dann ein Loch unten gewesen, das wäre geil. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Stimmt. Bis jetzt finde ich es ziemlich heftig sogar. Echt? Ja. Kann ich verstehen. Nein, die Zehnermünze dabei. Ja, aber. Der riesige Schleifkolben hat sie kaputt gehauen. Nö, nee, zum Glück nicht, aber ich dachte es auch erst. Nein. Kommst du da überhaupt dann hoch? Keine Ahnung. Nö. Nö, wahrscheinlich nicht. Dann versteckt. Ah. Die Deppen. Dann kannst du da überhaupt hoch? Nein. Ja, wir wollten es halt wieder schwer machen, weil wir brauchen den Anspruch. Das ist wahr. Richtig. Gute Arbeit, alter Junge. Also schlecht war das Level nicht, aber man hat immer Angst. Was ich auch cool finde, wenn du Level baust, dass man diese Farbfilter da reinmachen kann, dass da eine schwarz-weiß ist oder so. Ja, das ist natürlich auch geil. Cool. Gut. Und dass der P-Switch auch verschiedene Geräusche dann je nachdem haben kann. Herzlichen Dank. Okay, ist, ja. Ja, das ist dasselbe. Und jetzt ist wieder irgendwo ein Block, oder? Okay, aber ein versteckter Block. Ah, bei den roten Blumen. Müssen wir mal gucken gleich. Wo waren denn die roten Blumen? Wahrscheinlich irgendwo. Mhm. Aber er hätte was. Er hat aber noch echt Junge. Viele Aufträge, der kleine Kerl. Einen letzten Auftrag habe ich noch für dich. Okay. Was zum Anziehen? Anziehen? Okay. Im Reich der Steinblöcke. Hm. Unser neues Häusel wurde von den Steinblöcken übernommen. Die tanzen da drin wahrscheinlich auf den Tisch und tun, was ihnen gefällt. Könntest du das ganz vorsichtig nachsehen, in welchem Zustand unser armes Häusel sich mittlerweile befindet, Mauritius? Aber ein 3-Sterne-Level? Bin ich mal gespannt. Könnte interessant werden. Das ist wahr. Im Reich der Steinblöcke. 3-Day-Welt. Der gute Mauritius mag die 3-Day-Welt. Das stimmt. Gucken wir mal. Geil! Nein, Bowser! Nein! Gut.
Hä? Also vorhin habe ich es ja nicht geschafft, mit dem Sprung in das Ding zu kommen. Nee, kannst du einen Drehsprung machen? Ich meine, nee, ich meine nicht in der Luft, ich meine diesen Spin. Ja, ich finde nur, dass das eklig. Aber kommst du aber auf den Turm drauf? Ja doch, wenn du erst auf die Röhre gehst. Bringt der mich nicht um, wenn ich drauf bin? Nö, aber du kannst auf, mit dem Spin Jump kannst du auf die Turms da. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, ob du von unten hochkommst. Ah. Ja, über Mario 3D World müssen wir noch einiges lernen. Ja, und wir müssen es noch spielen für euch. Das stimmt. Weil in den alten Mario Spielen sonst auch Kleidung konnte man nicht nur so auf den Turm springen, halt ohne den Spin Jump. Das stimmt, das ging ja nicht. Weil da ist man, also wir haben es natürlich probiert früher, aber aus Versehen her. Bis jetzt geht. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt noch ein zweiter. Das muss ich mir jetzt einsammeln, weil ich bin dumm genug, das zu tun. Ich hoffe, du bist stolz auf meine Erfahrung. Ja, wir können jede Münze gebrauchen. Das wird spannend. Das auch, ja. Ja, aber hätte ich auch so probiert, aber du musst wahrscheinlich dann erst den wieder drauf. Aber das ist, ja gut, wie gesagt, es ist ja ein 3-Sterne-Level. Ich wollte es aber wirklich. Echt? Links! Ja. Da ist der Checkpoint. Ja, du warst noch so. Du willst keine Checkpoint. Die brauche ich alle. Stimmt. Gesundheit. Danke. Geil, 30er. Nee, weiß nicht mit dem Tromb, aber. Nö. Hä? Doch, wenn der fährt er nach links gefahren wahrscheinlich. Die kriegst du nicht, Alter, Junge. Ich weiß nicht. Hä, wie? Hä? Hä? Du musst wahrscheinlich zurück auf die anderen Blöcke wieder. Auch wenn ich bis jetzt noch nicht kapiert habe, wie ich den kriegen soll. Oder das jetzt. Das kriegst du wahrscheinlich, wenn du da wieder zurückgehst, aber. Nee, dann kommt ja der. Hä? Das ist ja gut. Ja, jetzt auf jeden Fall hier hoch auf die Blöcke. Ja, aber. Jetzt warten wir. Ja, der geht doch vielleicht wieder zurück. Das stimmt. Hoffe ich zumindest mal. Ja, okay, jetzt weiß ich. Nee. Hä, aber stimmt, du fällst jetzt runter. Okay. Ich muss zugeben, jetzt bin ich auch ein bisschen überfragt, weil so wie ich es geplant hatte, ging es auch nicht. Musst du schneller sein, jetzt vorbei schon? Ja, nee. Nee, da geht ja auch. Nee. Ja, vielleicht doch, dass der vorher aktiviert ist. Geht der wieder zurück? Wäre lustig, aber ich glaube nicht. Ja, versuch das beim nächsten Mal, dass du schon vorher rüber rennst. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber. Schnell! Das stimmt, Kumpel. Ja, doch, dann geht's so. Ja, Gott, dann geht einfach nur wieder dumm. Hey, ich zieh mich da nicht mehr rein. Sag mal! Gut, Gott, warst du nur wieder dumm. Das war ganz schön knapp. Aber ist noch nicht zu Ende. Okay. Och, schade, ich hab gedacht, der bringt mich jetzt. Der hätte mich wirklich fast umgebracht. Wäre ja, cool geworden. Ja. Aber ich hab mir gedacht, dass es in die Seite geht, auch wenn es Sinn gemacht hat. Geil. Hat mich nur 30 Versuche gekostet, rauszufinden, wie es geht. Aber wir müssen wirklich mal 3D-Ball spielen. Müssen wir sowieso, aber ich frage mich auch, warum Mario da keine Mütze an hat. Das hat bestimmt auch irgendeinen Grund. Geil, Mauritius Hemd. Das stimmt. Okay. Cool. Ja, das ist doch cool. Und da ist auch bald wieder fertig. Dann gucke ich noch schnell, was Herr Radierer noch hatte. Und wir dürfen nicht vergessen, auch nach der roten Blume dann gleich zu schauen, wegen dem versteckten Block. Ich würde sagen, das machen wir dann doch zuerst, bevor wir es wieder vergessen. Rote Blume. Rote Blume. Der Hund hat auch einen Auftrag. Der da ist auch ein Auftrag. Aber wo sind die? Ah, hier. Nö. Hä? Aber wo sollen denn bitte hier rote Blumen sein? Das sieht aus wie ein Lolli. Ja, ja, aber das ist eigentlich rote, oder was hier war? Oder habe ich irgendwas übersehen? Das ist eine blaue Blume. Mhm. Hä? Ja, ich blick's gerade auch nicht. Vielleicht kann das erstmal freischalten später, den Bereich. Mhm. Rote Röhre. Oder wir müssen da durch halt. Stimmt, vielleicht ist es dahinter. Aber wahrscheinlich sind nur die 10 Münzen. Aber egal, dann gehe ich zu Herr Radierer, das wollte ich ja eh machen. Dein Hass. Achso, stimmt.
kleiner. Willst du nicht nochmal einen kleinen Job für mich erledigen? Vielleicht stolper ich dann ganz zufällig gegen diese Steine, die hier den Weg blockieren. Echt? Okay. Ein stacheliger Job. Die Zielpersonen sind Stachis, 15 an der Zahl. Einfach von oben draufspringen ist nicht. Aber als Profi wirst du dir sicher einen Weg wissen. Improvisiere. Also das hätte er sich sparen können. Es tut mir leid, Kumpel, dass er sich so über dich witzig macht als Profi. Das stimmt. Ich hoffe, ja, alles ist gut. Ja. Sag mal, Super Mario World! Das nehmen sie immer bei den schweren Leveln, um uns abzulenken. Stimmt. Geil, sieht das cool aus. Ich bin im Ziel, alter Junge. Gute Ahe. Okay. Das war gut. Ach, du musst mit dem Ding die da umbringen. Ja. Hey, nee, das zählt gar nicht. Doch, doch. Nein, null immer noch. Also. Der hat doch auch noch keinen umgebracht, oder? Stimmt, der muss direkt drauf. Der schießt aber, glaube ich. Nee. Egal, das schaffst du schon. Ja. Du weißt, wie ich es meine, ohne dass wir uns das erklären. Weil zum Erklären ist mir jetzt zu dumm, aber wir schaffen es schon. Wir wissen, was der andere denkt. Das war wieder gut. Und? Zählt das jetzt? Ein ja. Hast du. Könnte schwierig werden bei 15. Vor allem, wenn ich immer die Münzen holen will, ist dann versaut. Aber diesmal schaffe ich es. Nicht. Das hättest du sparen können, auch du nicht. Das stimmt. So. Das war Absicht, alter Junge. Achso, okay, dann. Und Entschuldigung, dass ich gelacht habe. Guck. Siehste. Na, du hast schon ein Drittel. Siehste. Und redlich reizt auch, wenn du immer einen machst. Ja. Oder jetzt mal zwei. Weil du musst dich nicht hetzen. Das stimmt. Auch wenn gar keiner eben gekommen ist extra. Ja, weil er oben drauf etwas war. Etwas zu langsam diesmal. Gut, ich hab's mal geschafft, nicht direkt. Das stimmt. Schaffe ich dann hier wieder? Ja. Siehst du? Das Gefährliche ist, wenn die auf ihn drauf fallen. Ja. Ja, aber diesmal schaffe ich es, weil ich die Ruhe eines Senseis habe. Wenn du jetzt stirbst, lache ich dich aus. Danke. Ich könnte mal auf der linken Seite probieren, ein bisschen Spannung reinzubringen. Ja, solltest einfach so schaffen, Kumpel. Sieht gar nicht so schlecht aus, du hast gerade ein bisschen mehr als die Hälfte. Zeit ist auf jeden Fall. Wenn du Spannung willst, kannst du warten, bis mehrere draußen sind, bevor du runtergehst. Auch wenn jetzt nur einer kam. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt wieder typisch. Kommt jetzt gar keiner mehr raus? Nö. Geil. Dann das ist krank jetzt. Ich hab den Drehsprung vermasselt. Nur noch vier Stück, Kumpel. Ja, aber jetzt kommen hier wieder keine mehr. Oh, ich will sie wieder verkacken. Sehr gut, alter Junge. Jetzt nur noch die Ja, gut. Jetzt nur noch die zwei, dann hast du's. Gut, du hast es geschafft. Guter Mann. Und du bist nicht Game Over gegangen. Nur knapp. Aber ich habe einen zu viel besiegt. Ich bin stolz auf dich. Und ich würde sagen, dass das auch ein guter Abschluss ist, alter. Ja, glaube ich auch. Aber wir können noch kurz gucken, was. Da ist bestimmt noch ein Level, das muss ich da machen, noch schwerer. Das kann gut sein. Aber wir können auch gucken wegen den Blumen auf jeden Fall. Ja. Auch wenn wahrscheinlich. Der rubbelt viel. Das stimmt. So. Das ist die Rolle deines Lebens halt, Junge. Herr oh Mann. Hier, ne? Ah, selber, da können wir auch gleich hier was neu machen. Die Frage ist, ob das clever war, jetzt die anderen Level zu machen, weil jetzt haben wir nur 200 und können kein neues Stück freischalten. Stimmt. Müssen wir lernen, die anderen Level weiterspielen mal. Ja, bevor wir danach irgendwas anderes machen. Da ist eine rote Blume.
noch kein versteckter Block. Nö. Vielleicht schalt... Aha. Noch kein versteckter Block. Aber im Himmel macht es doch am meisten Sinn. Stimmt. Geil! Geil! 50! Was? Cool, wieder ein Baumeister, alter Junge, aber wie gesagt, wir sollten jetzt wirklich die normalen Level erst machen. Ja. Aber wir machen den eh. Den sehen wir dann also im nächsten Part wahrscheinlich oder halt dann wann anders. Irgendwann dafür. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch Spaß gemacht hat und dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei Mario Maker 2. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.